Hallo, mein Name ist Sonja Pritschett. Ich bin bei Esri im Produktmanagement und dort für die App-Bilder verantwortlich. Meine Lieblingsaufgabe ist es zu zeigen, wie schnell und einfach man damit schöne, ansprechende Web-Anwendungen konfigurieren kann, also ohne eine Zeile Code anzufassen. Und die schnellste und intuitivste Art, das zu tun innerhalb von ArcGIS, sind die Instant-Apps. An die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Ich merke immer wieder, dass viele die Instant-Apps nicht wirklich auf dem Schirm haben, weil sie sie entweder nicht kennen oder die Menge der Funktionen, die inzwischen drin stecken, unterschätzen. Und das will ich ändern. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie ArcGIS Instant-Apps nutzen können, um schnell und intuitiv Daten und Karten in fokussierte Web-Anwendungen verwandeln. Mein Ziel ist es, dass Sie im Anschluss Lust haben, die Instant-Apps selbst auszuprobieren, um sich ja beim nächsten Projekt, wenn Sie Ihre nächste App erstellen müssen, viel Zeit sparen können. Insbesondere, wenn es darum geht, den abgekündigten Web-App-Bilder abzulösen. Ja, wofür könnte die 5 stehen? Sind es vielleicht die Anzahl der Vorlagen? Nein, das sind inzwischen fast 20. Sind es die Anzahl der Tausenden von Euro, die es extra kostet? Nein, auch nicht. Die Instant-Apps, die sind einfach mit dabei. Die 5, die steht für die Anzahl der Klicks, die Sie brauchen, bis Sie die erste App fertig erstellt haben. Instant, das ist Englisch und das bedeutet sofort. Jetzt ist sofort ja ein dehnbarer Begriff und jeder, der Kinder hat, der weiß das. Wenn ich zum Beispiel meinen zwei Jungs sage, sie sollen den Laptop zuklappen und die sagen, ja, sofort, Mama, dann wird es vermutlich länger als 5-mal Klicken dauern. Aber wenn sie nach 5 Minuten fertig sind, dann ist es immer noch schnell. Und bei den Instant-Apps ist das ähnlich. Ich kann mit 5 Klicks eine App erstellen. Manchmal ist sie dann sogar schon fertig, aber in der Regel braucht man dann doch noch mal ja 5 Minuten, um die App wirklich fertig zu konfigurieren. Ja, das Wichtigste rund um die Instant-Apps: Es ist ein App-Builder, um kartenbasierte Web-Apps zu erstellen. Und die Apps, die basieren entweder auf einer Webmap oder einer Szene, also es können 2D- oder 3D-Apps entstehen oder auch auf einer Gruppe. Und es gibt sie sowohl in ArcGIS Online, da werden sie von Esri in der Cloud gehostet, oder man kann auch ArcGIS Enterprise nutzen, um sie im eigenen Rechenzentrum zu hosten und ja, dort vorzuhalten. Erstellen kann man sie mit einem Creator und das dann ohne Mehrkosten. Das heißt, wenn Sie ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise nutzen und den Creator haben, dann sind die Instant-Apps einfach mit dabei und ja, Sie können sie einfach verwenden. Und nutzen kann man sie, wenn sie öffentlich sind, ganz ohne Anmeldung oder wenn sie nur für die Organisation oder für Gruppen freigegeben sind, dann mit einem Viewer. Ja, ich habe schon gesagt, sie sind wirklich sehr schnell, sehr einfach zu konfigurieren. Das ist so der ganz große Vorteil von den Instant-Apps. Und genau genommen ist es nicht die eine Instant-App, sondern es ist eine ganze Sammlung von Vorlagen, von sehr zweckorientierten Vorlagen. Also jede einzelne Vorlage hat immer einen ganz speziellen Einsatzzweck. Sie sind sehr interaktiv, manchmal steckt es schon im Namen drin, wie zum Beispiel bei der interaktiven Legende, aber es gibt auch zum Beispiel den Schieberegler, wo man auch sehr interaktiv mit Daten arbeiten kann. Ich kann sie in eigene Webseiten und auch in eigene Apps sehr leicht einbetten. Und ich kann die Verwendung verfolgen, wenn ich zum Beispiel Adobe oder Google Analytics verwende. Ich kann sie branden, das heißt, ich kann Farben, Fonts, Logos festlegen, um sie dann eben für den eigenen Einsatzzweck oder auch für das eigene Unternehmen zu branden, für die eigene Corporate Identity anzupassen. Sie sind mobil, sehr gut nutzbar, das heißt, sie sind responsive, sie passen sich also automatisch dem Platz an, den sie auf dem jeweiligen, ja, Gerät haben. Und sind also sowohl auf einem Desktop, aber eben auch auf einem Tablet und einem Smartphone einsetzbar. Und sie sind barrierefrei, das heißt, Kartenbeschreibungen werden zum Beispiel, können mit Text mitgegeben werden. Ich kann die Tastatur nutzen, um die App zu bedienen. Es gibt einen Checker für den Farbkontrast zwischen Hintergrund und Text, um eben sicherzustellen, dass immer alles gut lesbar ist. Aktuell sind es 20 Vorlagen, von denen noch 2 in Beta sind. Und einige Vorlagen, die haben einen Einsatzzweck, den ich so in keiner anderen aktuellen App innerhalb von ArcGIS hinbekomme. Zum Beispiel die interaktive Legende. Da habe ich die Möglichkeit, nur über die Legende interaktiv Daten auszuwählen.
Oder auch die Vorlage öffentlich Benachrichtigung. Die ersetzt zum Beispiel das entsprechende Widget, das es bislang oder das es im abgekündigten Web-App-Bilder gibt. Oder Sie haben einzelne Funktionen, die ich so in keinem anderen App-Bilder habe, wie zum Beispiel beim Schieberegler. Da kann man die Daten nicht nur über die Zeit, sondern auch über Zahlen sich dynamisch über einen Schieberegler anzeigen lassen und eben eine Animation dazu ablaufen lassen. Oder in der Nähe, da kann ich ein Routing zu Suchergebnissen durchführen lassen. Also ganz viele Funktionen, die ich so in keinem anderen App-Bilder innerhalb von ArcGIS konfigurieren kann. Und über den eigentlichen Einsatzzweck hinaus haben die Vorlagen auch noch eine ganze Reihe an weiteren Funktionen, die man optional rein oder auch rauskonfigurieren kann. Und auch da sind Funktionen drin. Die kann ich so mit keinem anderen aktuellen App-Bilder abbilden, wie zum Beispiel die Hover-Pop-Ups. Und es sind auch da einige Funktionen hinzugekommen, zum Beispiel mit dem letzten Release die Möglichkeit, einen Language-Switcher, also eine Funktion zu konfigurieren, dass ich eine App mehrsprachig konfigurieren kann und so mit einem einfachen, ja, Schalter die Sprache umstellen kann und sich dadurch eben sämtliche Bedienelemente und eben auch Beschreibungstexte entsprechend der Sprache anpassen. Eine gute Möglichkeit, um sich Beispiele anzuschauen, ist die Gallery. Und schauen wir da mal ein paar Beispiele rein. Ich habe hier auch eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze zu filtern. Also wenn ich zum Beispiel das Ganze nach den Templates mir anzeigen lasse, dann sehe ich hier die verschiedensten Templates, die es aktuell gibt in den Instant Apps und ich kann mir dann eben einzelne Templates rauspicken, wenn mich zum Beispiel eine Template interessiert, weil mir der Name vielleicht nicht so viel sagt, zum Beispiel Exhibit, dann sehe ich hier speziell dazu Beispiele. Gucken wir uns mal eines an. Da geht es um Feuer in Kalifornien und das Exhibit, das ermöglicht mir, verschiedene Orte hervorzuheben und dazu, wie hier zum Beispiel, ja, so Zettel dazu zu schreiben, so Notizen zu den einzelnen Orten. Und dann kann ich zwischen den einzelnen Orten hin und her springen, wo eben gerade besonders gehighlightet wird und ich kann auch definieren, wenn an einer Stelle ein Pop-up entstehen und aufgehen soll. Zu manchen der Vorlagen gibt es nochmal eine Unterteilung, zum Beispiel bei der interaktiven Legende. Und hier kann ich mir eben zum Beispiel anschauen, ja, welche verschiedenen Stylings ich verwenden kann und wie zum Beispiel ein Styling über eine Relationship ausschauen kann. Gucken wir da uns auch ein Beispiel an in der App Population Parks. Da geht es darum, ja, ein Verhältnis darzustellen, wo besonders eine hohe Bevölkerungsdichte ist oder eben auch eine niedrige Bevölkerungsdichte im Verhältnis zur, ja, Dichte von Parks. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wo es besonders wenig Personen gibt, die dort leben, aber eine besonders hohe Dichte an Parks, dann kann ich das über die Legende ganz einfach auswählen und entsprechend reinzoomen und nur nachträglich nochmal mehr auswählen. Und es ist nicht ganz überraschend, dass hier in Manhattan in der Nähe des Central Parks eben besonders viele Parkanlagen und besonders wenig Leute leben. Ja, wie fange ich am besten an? Am besten über die Startseite und da sehe ich schon eine gute Übersicht über die verschiedenen Vorlagen. Und jede Vorlage, die hat auch immer ein Beispiel dabei, ein Sample. Und ich kann mir zum Beispiel Apps über Suchbegriffe suchen, das heißt über Funktionen, die enthalten sein sollen zum Beispiel. Und ich kann mir auch Vorschläge anhand von, ja, von verschiedenen Fragen mir geben lassen. Das heißt, ich beantworte Fragen zu meinem Einsatzzweck, den ich vorhabe für die App, und die auf der Startseite werden mir dann entsprechend die passenden Vorschläge für Vorlagen gegeben. Wenn ich mich dann für eins entschieden habe, komme ich schon dazu, die App dann zu konfigurieren, und da gibt es zwei verschiedene Modi. Einmal den Express-Modus. Da habe ich nur eine eingeschränkte Möglichkeit an Funktionen. Das ist aber dafür sehr einfach. Das heißt, in ganz wenigen Schritten werde ich durch die App geführt, durch die Konfiguration. Und wie gesagt, es sind aber nicht sämtliche Eigenschaften der App stehen da zur Verfügung, nicht alle Möglichkeiten. Aber es macht gar nichts, weil ich kann jederzeit diesen Express-Modus verlassen
und in den Standard wechseln. Und da habe ich dann sämtliche Möglichkeiten, also sämtliche Einstellungsmöglichkeiten, alle Funktionen, die enthalten sind, und kann sie da dann, die sind dann in Abschnitten aufgeordnet, hier zum Beispiel in Szene, in Dinge, die mit Informationen rund um die App zu tun haben, Interaktivität oder auch dem Design und Layout, und kann dann da eben auf alles zugreifen. Und auch hier gibt es eine Suche, die gibt es sowohl im Standard- als auch im Express-Modus. Hier kann ich einzelne Funktionen, einzelne Werkzeuge suchen und dann direkt in die jeweilige Konfigurationsmöglichkeit hineinspringen, um es dort eben entsprechend zu ändern. Ja, es gab viel Theorie. Jetzt schauen wir uns das Ganze als nächstes mal in der Demo in Live an. Und ich habe drei Beispiele mitgebracht. Einmal eine Webmap, aus der wir eine Umgebungssuche-App konfigurieren wollen. Ein zweites Beispiel, da geht es dann um eine 3D-Szene, die in eine Beobachte-App umgewandelt werden soll. Und ein drittes Beispiel, wo ich aus einer Gruppe ganz schnell mit wenigen Klicks eine Atlas-App erstelle. Aber fangen wir mal mit dem ersten Beispiel an. Wie gesagt, aus einer Webmap zur Umgebungssuche-App. Meine Webmap, die ist schon fertig, die ist schon da, und da geht es um Krankenhäuser. Zoomen wir hier mal ein Stückchen rein. Sind also verschiedene Krankenhäuser in der Region, und wenn ich auf eines draufgehe, können wir uns auch mal anschauen, welche Informationen da drin stecken. Ich habe also verschiedene Informationen rund um das Krankenhaus, Name, Adresse, Ort und so weiter. Und es gibt auch eine Qualitätsbewertung. Das sind jetzt alles Demo-Daten, das ist also nur eine fiktive Bewertung, die ist nicht real. Die ist über eine Random-Funktion in dem Fall einfach hinzugefügt worden. Aber es ist ein Beispiel, ja, das wir jetzt nutzen wollen, um eben eine App zu erstellen. Und diese Krankenhauskarte, die nutzen wir, um eine App zu erstellen. Und dazu gehen wir hier auf den Bereich App erstellen. Und da sehen wir schon gleich die Instant-Apps. So, es werden jetzt sämtliche Apps mal angezeigt, die dazu passen, zu dieser Karte passen. Wenn wir mal ein bisschen runterscrollen, sehen wir dann, okay, es gibt auch einige, die jetzt nicht zu unserer Karte passen, entweder weil nicht passende Daten enthalten sind. In unserem Fall ist es eine 2D-Karte, da geht der 3D-Viewer zum Beispiel nicht. Aber es ist eine ganze Reihe an Vorlagen, die zu unserer Karte passen. Und wir wollen eine Umgebungssuche machen, da passt die Vorlage in der Nähe wunderbar. Und deswegen wählen wir die jetzt aus. So, und dann öffnet sich der Dialog zum Erstellen. Da muss ich noch, machen wir mal das Demo noch weg und sagen dafür, dass es, machen wir das in den Text dazu und sagen App erstellen. Und jetzt wird im Hintergrund die App schon vorbereitet. Das heißt, sie wird schon vorkonfiguriert. Die Karte haben wir gerade ausgewählt, die wird hinzugefügt und so eine Standardkonfiguration wird einfach schon mal zusammengestellt. Und jetzt kann ich durch die App durchgehen und sie Schritt für Schritt konfigurieren. Das heißt, ich kann hier auf Karte gehen und sagen, okay, die Karte passt so weit, da brauche ich erstmal nichts ändern. Unter Weiteres, da können wir jetzt zum Beispiel noch den Titel in der Kopfzeile ändern. Da machen wir jetzt ein Finden Sie Ihr Krankenhaus daraus. Und das ist eine Demo, ganz wichtig, keine echten Daten. Und das Einführungsfenster, das brauchen wir in unserem Fall jetzt gerade mal nicht, das blende ich aus. Und dann sage ich weiter. Und hier wird jetzt das konfiguriert, was das Widget eigentlich ausmacht, also die Ortssuche. Und ich möchte also im Krankenhausverzeichnis einen Suchradius eingeben und der standardmäßig 1 Kilometer bis maximal 2. Das ist ein bisschen wenig, wir sagen mal maximal 250 Kilometer und die Standardentfernung sind 50 Kilometer. Einheit sind Kilometer, das passt soweit. Sagen wir weiter. Da bin ich auch einverstanden mit allen Einstellungen. Das brauche ich jetzt auch nichts mehr ändern. Das ist in Ordnung. Jetzt kann ich noch das Layout ändern. Entweder hell, dunkel, das mit hell, das ist in Ordnung. Ich sage jetzt noch, das ist ein bisschen zur Karte etwas bläulicher dargestellt werden soll. Deswegen nehme ich die Mehreinstellung vom Design. Jo. Und im Prinzip, da ist jetzt schon, die App ist jetzt eigentlich fertig, ich könnte es jetzt schon verwenden, könnte jetzt hier in die Karte klicken und dann entsteht ein Radius. Die App funktioniert jetzt schon, aber was mir noch fehlt, ist ein Filter. Und den habe ich jetzt nicht gefunden, deswegen gehe ich mal in die Suche und suche einfach nach dem Filter. Und da habe ich eben die Möglichkeit, einen Attributfilter einzustellen.
Und da gehe ich auf Attributfilter. Und jetzt bekomme ich den Hinweis, dass dieser Filtermöglichkeit nicht im Express-Modus zur Verfügung steht. Ich brauche also den Standard-Modus. Und im Standard-Modus, da habe ich dann sämtliche Einstellungsmöglichkeiten. Und deswegen möchte ich jetzt den Express-Modus deaktivieren, um eben aus dieser etwas ja, eingeschränkten Funktionsübersicht rauszukommen, um in den Standard-Modus zu wechseln. Und jetzt habe ich sämtliche Möglichkeiten, die mir die App bietet und dadurch, dass ich den Filter gesucht habe, werde ich auch direkt hingeleitet und kann jetzt hier den Filter aktivieren und dann auch entsprechende Filter hinzufügen. Wenn ich zum Beispiel für mein Krankenhausverzeichnis einen Filter definieren möchte, fangen wir mal mit einem vordefinierten Filter an, dass zum Beispiel die Art der Notfallversorgung in dem Fall umfassend sein soll. Also ich möchte nur Krankenhäuser, die auch wirklich eine gute, umfassende Notfallversorgung haben. Nur die sollen angezeigt werden. Kann ich das entsprechend so einstellen und speichern. Dann kann ich noch einen neuen Filter hinzufügen. Und jetzt sage ich mal, ich möchte einen mit Benutzereingabe haben. Zum Beispiel über die Qualität. Und in dem Fall über einen Schieberegler. Und dass der Nutzer selber einstellen kann, ja, ab welcher Qualitätsstufe er die Ergebnisse auch sehen möchte, die Krankenhäuser. Sagen wir auch da speichern. Ja, und dann ist der Filter im Prinzip schon fertig. Ich könnte jetzt noch was einstellen. Ich suche zum Beispiel noch Exportmöglichkeiten. Was gibt es da? So, ich muss den Filter jetzt noch abschließen, damit er gespeichert wird. Und hier sind wir jetzt bei den Exportmöglichkeiten. Die kann man noch einschalten. Und ich möchte zum Beispiel das Ganze eben als, zum Beispiel als PDF mir ausgeben lassen. So, das Ganze gespeichert. Und ja, jetzt ist die App fertig und jetzt kann ich auch veröffentlichen gehen. Kann das Ganze noch bestätigen. Jetzt wird das Ganze gespeichert und schauen wir uns das Ganze auch nochmal an, wie das Ergebnis aussieht. Jetzt haben wir also in wenigen Minuten eine App konfiguriert, in der ich zuerst mal einstellen kann, welche Krankenhäuser ich denn suche. Und da sagen wir jetzt mal einen, der mindestens qualitätsmäßig 4 bis 5 ist und da auch die allgemeine Notfallversorgung besonders gut sein soll. Und dann schauen wir mal, was es denn da in München so gibt. Und den Filter können wir schließen und das Ergebnis. Wir haben also in unserem Fall 4 Ergebnisse und die könnte ich mir jetzt hier anschauen und auch zur jeweiligen Webseite wechseln. So, das war unser erstes Beispiel von der Webmap zur Umgebungssuche. Im zweiten Beispiel, da haben wir eine 3D-Szene und die soll zu einer App werden, die eben die Informationen, die in der App enthalten sind, nochmal zusammenzufassen. In dem Fall sind es Überflutungen. Schauen wir mal in die Szene rein. Da sind wir. Es ist ein Überflutungsszenario und es sind Gebäude enthalten, die eben bei einem bestimmten Hochwasserszenario, in dem Fall ein 100-jähriges, ja, betroffen wären. Und inwiefern sie eben betroffen sind. Und auch hier können wir sagen, wir möchten eine App erstellen, und zwar eine Instant-App. Und auch hier wird jetzt ausgewählt, welche von den Vorlagen zu meiner 3D-Szene passen. Und in dem Fall passt der Beobachter, den wähle ich jetzt aus. Und auch da sagen wir, es ist eine Demo. Machen einen Kürzel noch dahinter und sage App erstellen. Jetzt wird im Hintergrund die App schon mal vorkonfiguriert und ich kann jetzt wieder in wenigen Schritten durch die App durchgehen und schauen, was ich alles ja, eben konfigurieren möchte. Die Szene habe ich gerade ausgewählt, die passt, da muss ich nichts groß weiter ändern. Da kann ich einfach drüber gehen. Da lösche ich mein Kürzel wieder raus, damit es nicht im Titel auftaucht. So, und jetzt sind wir schon in dem Bereich, wo wir die Statistiken anzeigen können. Wir können also Summen oder Durchschnittswerte aus den Daten, die in der Webszene enthalten sind, zusammenfassen. Also sagen wir Statistik hinzufügen und genau genommen geht es auf diesen Layer mit dem 100-jährigen Hochwasser, die Auswirkungen, die in dem Layer dargestellt werden. Und im ersten Schritt wollen wir erstmal zusammenfassen, wie viele Gebäude betrifft es denn überhaupt. Welches Feld wir dazu wählen, ist erstmal irrelevant. Wir wollen also nur die Anzahl haben und es geht also hier um die Anzahl der Gebäude. Sagen wir fertig, haben wir schon mal die erste Statistik, wollen noch eine zweite hinzufügen
Und zwar die auf unserem Hochwasserlayer diesmal die Tiefe. Und zwar hier die Tiefe. In dem Fall ist es ein Durchschnittswert, also wie tief sind die Gebäude jeweils in der Überflutungszone drin? Dann sagen wir eben in diesem Fall durchschnittliche Tiefe. Und dann setzen wir gleich noch eine dritte Statistik hinzu. Da geht es jetzt um eine Summe. Und zwar um die Summe des, ja, des möglichen Verlustes, der durch ein Hochwasser entstehen könnte an den jeweiligen Gebäuden. Also der Summe des möglichen Verlustes. Und jetzt haben wir unsere drei Kennzahlen konfiguriert, unsere drei Statistiken zu den Daten, die in der Webseite enthalten sind. Jetzt haben wir hier nochmal auf Weiter. Das passt soweit, da brauchen wir nichts mehr einstellen. Bloß beim Layout wechsle ich jetzt mal ins dunkle Layout und auch da auf ein eher blaues Design. Ja, und im Prinzip war es das jetzt. In dem Fall muss ich gar nicht aus dem Express-Modus in den Standard wechseln, weil mir die Funktionen reichen, die ich hier im Express-Modus habe. Und da sagen wir jetzt auch hier veröffentlichen, speichern das Ganze und schauen uns das Ganze dann gleich nochmal in Live an. Also gehen wir auf Starten. So, und wir haben jetzt also dieselbe Web-Szene, dieselbe 3D-Szene, die wir vorhin auch im SceneViewer gesehen haben. Ich kann mich hier in der Karte bewegen, ich kann reinzoomen, rauszoomen. Und ja, meine Daten ändern sich je nachdem, was ich eben gerade in meinem Ausschnitt sehe. Es wird mir immer angezeigt, wie viele Gebäude sind betroffen, die durchschnittliche Tiefe und der Verlust. So, das war das zweite Beispiel. Kommen wir noch zum dritten Beispiel. Und da wollen wir aus einer Gruppe mit ganz wenigen Klicks eine Atlas-App erstellen. Und die Gruppe, die gibt es schon. Das ist eine Zusammenstellung aus verschiedensten Webmaps und auch Feature-Layern, die besonders gut dafür geeignet sind, ja, in der Schule verschiedene Themen zusammenzustellen. Und ja, das ist ein klassisches Beispiel, wie man mit ganz wenigen Klicks eine App erstellen kann. Und wir können jetzt einmal zusammen mitzählen, wie viele Klicks ich brauche. Ich brauche einen, um zu sagen, ich möchte eine Web-App erstellen. Und einen zweiten Klick, um die Instant-Apps auszuwählen. In dem Fall mit der Gruppe gibt es bloß zwei Möglichkeiten. Es gibt die Kategoriengalerie und den Atlas. Und genau den Atlas, den wähle ich jetzt aus. Das ist also unser dritter Klick. Muss ich noch einen Titel eingeben. Es geht also um einen Schulatlas. Und das war der vierte Klick. Und jetzt wird die App erstellt im Hintergrund. Ja, dann ist die App eigentlich schon fertig. Ich kann jetzt an der Stelle schon sagen, ich möchte sie veröffentlichen. Ich brauche gar nichts mehr groß zu ändern. Ich sage bestätigen. Ja, und die App wird jetzt live bei mir erstellt, wenn ich also in meinen Inhalt reingehe. Und da nochmal einen Refresh mache, dann habe ich schon meine fertige App mit, ne? Nicht einmal fünf Klicks. Ich glaube, wir haben nur viermal geklickt. Und da ist er schon, mein Schulatlas. Schauen wir uns den mal an. Lassen wir uns den mal anzeigen. Ja, und was kann ich jetzt mit meinem Schulatlas machen? Ich kann mir hier zum Beispiel aus meinen Karten, die in meiner Galerie drin waren, einzelne Karten öffnen. Wenn ich zum Beispiel mir die tektonischen Platten anschaue, immer da, wo eben tektonische Platten aufeinanderprallen, da spielen Vulkane eine große Rolle. Das sind besonders viele Vulkane und deswegen wollen wir uns die jetzt auch noch zusätzlich dazu einblenden lassen. Haben jetzt also tektonische Platten und Vulkane und ich könnte jetzt zum Beispiel auch nochmal extra hier rein skizzieren und sagen, ja, an der Stelle hier drehen wir das Ganze noch ein bisschen. Hier haben wir zum Beispiel Island. Und jetzt kann ich das Ganze in ein PDF exportieren oder als Screenshot. Wenn ich jetzt nochmal in meine Konfiguration reingehen würde und sagen, ich möchte auch eine Anmeldung zulassen, dann könnte ich das Ganze auch mich anmelden und in meinem eigenen Inhalt als Webmap nochmal abspeichern mit allen Beschriftungen, mit allen Skizzen und sie anderen, zum Beispiel meinen Schülern, wieder zur Verfügung zu stellen oder sie eben in der nächsten Schulstunde zu nutzen. So, das waren jetzt drei Beispiele. Was brauchen Sie jetzt noch, um selbst auszuprobieren? Eigentlich nicht viel. Sie können den Arcis Online oder den Arcis Enterprise sie einfach nutzen. Wenn Sie da Hilfe brauchen, es gibt eine ganz tolle Online-Dokumentation, die habe ich Ihnen hier verlinkt. Und in der Online-Dokumentation gibt es auch eine
ganz tolle Übersicht, wo man sehen kann, ja, was ich, welche Funktion in welchem Template eigentlich drin steckt. Das ist auch eine ganz tolle Quelle, um sich eben Informationen zu sammeln, welche App am besten zu meinem Szenario passt. Und es gibt auch tolle Lernprogramme, die man nutzen kann. Ja, kommen wir zum Ende. Mit ArcGIS Instant Apps kann man sehr schnell Web-Apps erstellen, die die Interaktion mit Daten und Karten ganz leicht machen. Ja, und jetzt sind Sie gefragt. Als nächstes suchen Sie sich Ihre schönste Webmap, Ihre interessanteste Webszene heraus und gehen Sie auf App erstellen und auf Instant App und probieren Sie es einfach mal aus. Und dann können Sie im nächsten Projekt, wenn Sie das nächste Mal eine App erstellen müssen, Sie nutzen, um viel Zeit zu sparen und in wenigen Schritten eine App zu konfigurieren, ohne eine Zeile Code anfassen zu müssen. Und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß.